Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei King of Retail mit eurem Bobas. Vielleicht wundert sich der ein oder andere, was hier im Hintergrund abgeht. Ich habe 5 Leute mittlerweile eingestellt. Liegt daran, dass ich wirklich den letzten Part, also den 6. Jahr, ganz normal aufgenommen habe. Das hat alles geklappt. Allerdings beim 7. habe ich wahnsinnig Probleme gehabt und der wurde mir komplett zerschossen. Also leider quasi 2 Tage übersprungen. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht sehr viel passiert. Ich habe aktuell ein Guthaben von $9.364 und ich habe eben mittlerweile 5 Arbeitskräfte eingestellt und meine Ladensöffnungszeit, man sieht es, von 8 bis 19 Uhr und habe die dann dementsprechend eben eingerichtet, also eingeteilt, dass die eben die Leistung sich abwechseln. Also quasi einer ist in der Kasse in der Früh, der andere am Abend, genauso Verkauf, einer in der Früh, einer am Abend. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich meinem Marco Müller hier, Kübler, dass ich dem einen Tag freigebe. Allerdings ist mir jetzt gerade aufgefallen, deswegen werde ich jetzt mal da kurz vorgehen. Auf dem Plan steht nämlich morgen Sightseeing für Arbeitersegment. Eine Touristengruppe von 20 Personen besucht ihre Region ab 13 Uhr aus dem Arbeitersegment. Und das möchte ich mir natürlich nicht vermiesen. Ich will Kohle machen. Und von daher, jetzt muss ich noch mal ganz kurz am Computer. So, ungelesene Mail, alles klar, E-Mail, was ist es? So, Paul Schnell, der hat fehlender Kurs. Hallo Chef, ich will fragen, ob ich eine verantwortungsbewusste Rolle, bla bla. Paula Schnell. Erfahrung für mich, bla bla, klar, ich melde dich an. Und das war gestern. Und dann Elisabeth Behrendt, fehlender Kurs, also... da würde ich sagen, Entschuldigung, das muss aber warten. Aber ob die dann krank macht, ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt einfach mal lassen. Okay, ich glaube sogar Paula Schnell habe ich geschickt auf den einen Kurs. Der hier ist halt noch nicht gemacht, weil hier habe ich nichts mehr zum Auswählen und hier habe ich immer noch die 2 Auswahlmöglichkeiten, also von daher. So, Fair Price Traveling, Touristen in der Stadt. Wir sind ein Reiseunternehmen, das Touristen die Möglichkeit bietet, bla bla. So, aus dem Arbeitersegment bestehen, wir planen 13 Uhr anzukommen und das ist natürlich dann schon genial. Na, weil am Nachmittag ist ja quasi dann der Marco da und der ist ein richtig guter Verkäufer, muss ich echt sagen. Ne? So, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz rein. Was habe ich bestellt? Also Bestellverlauf anzeigen und ich habe gestern 128 Artikel bestellt. Wow, also viel, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe aber immer noch, das ist jetzt halt hinter meinem Rücken, $9.300. Von daher würde ich sagen, ich werde jetzt, bevor wir, da unten ist das Ausloggen, bevor wir da runter gehen, wir werden mal gucken, was wir ladentechnisch machen können. Und zwar würde ich nämlich gerne das Lager vergrößern. Und am liebsten würde ich natürlich auch den Verkaufsraum vergrößern. Wobei der Verkaufsraum, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das so toll ist, wenn ich hier hinten nochmal so ein Eckelchen habe. Dann müsste ich nämlich gleichzeitig wieder Klamotten kaufen. Andererseits, es kommt die Touristengruppe. Es ist ein bisschen risky, würde ich jetzt behaupten, wenn ich das jetzt so mache. Von daher mache ich es jetzt einfach. Also ich kaufe die 2 Teile. Ich habe immer noch 1.300. Gehen wir hier mal raus. Und dann würde ich sagen, lege ich nochmal zu. Und zwar, ich kann jetzt halt kein Regal kaufen für das Geld. Aber ich kann zumindest nochmal ein kleines bisschen mehr Klamotten kaufen. Und ich würde sagen, nur Artikel im Lager, nur bestellte. Zeige alle Artikel. Was mache ich? Aus dem Arbeitersegment. Arbeitersegment ist blau. Ich würde tatsächlich, Moment, zeig mir nochmal den Warenkorb von gestern oder von jetzt. Oh nee, warte mal, das habe ich ja gestern bestellt. Verdammt nochmal, warte mal. Wenn ich jetzt halt die, kann ich das wieder ändern? Oh, ich hoffe, ich kann es ändern. Oh nein, ich kann es nicht ändern. Oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Jetzt war ich etwas zu voreilig.
von daher werde ich jetzt eine Sache machen, die ich machen muss. Und zwar das Spiel verlassen. Ohne zu speichern. Und werde im Grunde den Manager noch einmal laden. Aber ich denke, das wird jeder verstehen, dass ich das so mache. Es ist etwas kompliziert gemacht, würde ich sagen, weil ich dann das auswählen und dann, ne? So, es dürfte jetzt hat sich nichts geändert haben. Yes. Ich habe wieder meine 9300. Also, dann mache ich einen Kauf und zwar nur das Lager. Da geht es mir nämlich darum, dass ich wirklich Lagerfläche habe, dass wenn Ware kommt, dass ich die dann auch dementsprechend annehmen kann. Und ich werde jetzt bestellen. Ja klar, jetzt ist natürlich die Mail hier wieder drin, das ist klar, bla bla. So, Auftrag. Bestellverlauf anzeigen, heute verkaufte Artikel hinzufügen. Also ich habe wirklich richtig gut verkauft, man sieht es hier an den Zahlen. Ich würde allerdings jetzt wirklich bei jedem, außer bei bestimmten, würde ich was hinzufügen. Weil ich möchte nämlich zum Beispiel diese Schuhe raushaben langsam aus dem Sortiment. Dann möchte ich diese Schlappen raushaben aus dem Sortiment. Und die da bleiben. Das sind nämlich neue, der da auch. Der da weg. So, und dann müsste ich eigentlich ganz gut ausgestattet sein. Gestrige Artikel, oder Moment, ich mache das so. Bla bla bla. Das hier, 128 Artikel. Das sind 9760. So, diese Teile, die sind nämlich für das arbeitende Volk. Das heißt, oh, ich habe sogar die Schlappen gekauft. Siehst du mal, ne? Jetzt würde ich sagen, wir machen 9760, wir haben 9360. Dann mache ich jetzt mal bei den Zweien hier eins runter und bei den Zweien hier eins runter. Dann bin ich bei 1460. Schuhe gehen eh nicht so, dann mache ich da auch nochmal jeweils einen weg. So, dann mache ich das nämlich lieber so, dass ich bei den Hosen das lasse und auch hier bei den Klamotten nochmal lieber eins hochgehe. So, jetzt haben wir 8980. Ist risky, aber Artikel bestellen, Bestellung aufgegeben. Und jetzt würde ich aber sagen, gehen wir auf jeden Fall raus auf die Fläche. Jetzt hat schon wieder über 5 Minuten verbummelt. Los, wir fangen den nächsten Tag an. Abschließende Zahlungen, Zinsen, 2, jawohl, her damit. 2 Münzen ist besser als nix, ne? Und nicht wundern, ich habe die Musik wieder ausgemacht. Liegt einfach daran. Oh ja, stimmt, ich habe ja hier auch nochmal ein Regal mit reingestellt. Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Oh, jetzt habe ich die Schuhe bestellt, ne? Oh Mann. Also die möchte ich loshaben. Die Schuhe werden wir wahrscheinlich los. Werde ich auch keine mehr bestellen. Jetzt erstmal. Ups. Auspacken bitte, ganz schnell. Weil sonst geht er nämlich wieder. Ach nö, komm. Da wäre noch Platz gewesen. Verdammt. Verdammt. Okay. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein bisschen was ausgepackt. So, jetzt schauen wir mal, ob ich hier was reinlagern kann. Nein. Wie schaut es hier aus? Nein, dann gehe ich mal hier in das Regal. Auffüllen. Lagerung leer. Scheiße, und genau die, ne? Genau die Dinger jetzt. Das ist jetzt halt äußerst ärgerlich. So, dann mache ich das so. Du kommst dahin. Du kommst dahin. Ihr kommt dahin. Wie schaut es denn aus bei Hosen? Habe ich Hosen eigentlich irgendwo hängen? Da hinten habe ich Hosen hängen, ne? Warte mal, dann werde ich das jetzt mal aufhängen. Das heißt jetzt improvisieren, weil es jetzt irgendwie total in die Hose gegangen ist. Wow, aber warum auch nicht, ne?
So, ich habe die schwarze, die blaue, da habe ich noch die gelbe. Dann würde ich sagen, füll mal auf, bitte. Ich glaube, sie ist jetzt halt am Auspacken. Ist sie nicht? Dann packe ich jetzt mal aus. Dann ist wahrscheinlich gleich das Lager voll. Naja, mir fehlt einfach ein bisschen das Geld jetzt gerade, ne? 13 Uhr kommt die Gruppe. Ich frage mich nur. Irgendwie. Na gut, gucken wir mal. Da ist noch alles voll. Da fehlt im Grunde nur eine Hose. Oh, sorry, bin ich dir im Weg? Kann ich da was auffüllen? Nee, da kann ich nichts auffüllen. So, das ging jetzt wirklich ein kleines bisschen in die Hose. Ich hoffe ja wirklich sehr, dass ich auch Schuhe losbekomme. Das ist ein bisschen nervig. Okay, es ist alles ausgepackt. Das ist schon mal gut. Was kann ich hier machen? Die grünen, die gibt es nicht mehr. Nein, die gibt es nicht mehr. Also kann ich den Artikel auf jeden Fall löschen. Dann könnte ich hier reintun. Ich habe ja noch sehr viele von... Moment, wo sind sie? Da, diese Fußballschuhe hier. Zack. Rein damit. So, dann könnte ich jetzt halt noch eins machen. Und zwar hier Artikel schnell bearbeiten. Zack. Dass wir da nämlich auch welche losbekommen. Und vor allem machen wir ja dadurch auch dann den Umsatz. Machen wir mal die alle hier auf 230. Moment, dann einmal drehen. Machen wir erst einmal die grünen. Da komme ich gerade so hin. 230. Und dann machen wir die roten. 230. So. Hey, have a minute. Thank you. Ich? Ja, Mareike ist da. Das ist gut. So, dann machen wir hier weiter. So, zack. 170 machen wir auf 150. So, 150. Thanks. 150 passt. 150, gut. Klamottentechnisch würde ich jetzt... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Machen wir mal. 170, 240, da würde ich sagen 220. Komme ich an das Orange? Ne? Jawohl, 220. Und bei dem hier, ja, 170, das lassen wir. So, erst einmal da hinten in die Ecke stellen. 110, machen wir, ja, das lassen wir. 110 finde ich in Ordnung. 130 machen wir auch, naja, machen wir zu 120, dann die blaue noch, 120, tschak. So, und jetzt sollte es eigentlich ganz gut laufen. Also wir haben jetzt 4000 Dollar schon eingenommen, also das ist, oder fast 4000, ich weiß, dass es nicht ganz 4000 waren. Got a second. Jetzt alle winken sie jetzt halt hier. Ich denke nach, ja, Kundenfreude steigern, zack, 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 erzähl mir mehr, zack, zack, ich mache halt jetzt halt einfach mal, ich glaube nicht, ich habe eins zu Hause, komm, Schnellverkauf, kauf jetzt, was, ihr glitscht alle um mich rum? Das sehe ich jetzt halt erst, weil ich so auf den Text jetzt gerade konzentriert war. Vielleicht stelle ich mich lieber in die zwei arbeitsbereite Mitarbeiter, ihrem und bla. Okay, 13 Uhr ist er jetzt halt schon. Das heißt also, diese Touristengruppe wird jetzt halt gleich hier aufschlagen. Ja, immer schön Schuhe kaufen, ja. Und da sind sie. Da sind sie alle. Oh Gott, alle in blau gekleidet.
Also ich hoffe, ihr seid fit, Mädels und Jungs. So, servus Markus. Marco. Moment, ich komme. Beginne Verkauf. Kundenfreude steigern. Zack. Zack. Ui, da ist keine Kasse. Warum ist da keine Kasse? Ja, das ist halt jetzt das Problem, ne? Ich habe viele, die jetzt gerade hier raushüpfen. Ich weiß, ihr müsst jetzt halt alle an der Kasse warten. Zum Glück bin ich schon relativ geübt, was die Kasse angeht. Tut mir auch leid, dass ihr jetzt... Ja, Entschuldigung. Ich mach doch schon so schnell ich kann. Hey! Was ist mit den Sachen, die ihr kaufen wolltet? Oh, verdammt, 7000. Na ja, gut, es sind halt jetzt ein paar verschwunden. Oh, was für ein mieser Arbeitstag. Tja, aber das sieht man mal, man muss wirklich investieren in am besten vielleicht zwei Kassen sogar. Gerade wenn nämlich so eine Touristengruppe kommt, ne? Ah, Elisabeth, Entschuldigung, ich habe dir deinen Kassendingsbums genommen. Ich muss jetzt erst einmal hier schnell auffüllen, dass wieder Schuhe da sind und Hemden und so weiter. So, auffüllen. Schön. Was, das war's schon? Ah, verdammt. Da habe ich ja auch nichts mehr, ne? Alles voll. Okay, was kann man da hinhängen? Gar nichts. Ist natürlich auch nicht gerade gut. Was kann man da auffüllen? Ich hoffe alles. Jawohl. Das ist gut. Wir haben auf jeden Fall einiges an Schuhen losgebracht. Die gelben, die waren mir auf jeden Fall. Ich hoffe, die werden wir jetzt los. Das war eine Paar hier. Deswegen werde ich jetzt hier mal ganz aggressiv auf 160 gehen. Also zu viel möchte ich jetzt auch nicht verschenken. Und bei denen hier auf 190. So. Die lassen wir, weil das sind ja die Schlappen der Saison, ne? Jawohl, er hat den gelben genommen, das ist super. Schauen wir mal, den da können wir rauslöschen. Der hier ist auch leer. Dankeschön. Dankeschön. Er hat ihn genommen. Okay, der da kommt rein. Zack. Und dann mache ich gleich mal hier Aggressivpreis wieder. 190. Wir müssen ja irgendwie das Sortiment loswerden. Und deswegen habe ich eigentlich den dann hier stehen. So, wir füllen auf. Also es lohnt sich schon, wenn man den Laden dementsprechend lange offen lässt. Ich würde jetzt halt nur sagen, füll mal auf bitte. Ja, Lagerung leer. Dass ich hauptsächlich, na obwohl, das sind alles gute Artikel, ne? Wie lange habe ich noch? 1,5 Stunden in etwa. Also ich denke, dass ich diese beiden Jacken hier dann erstmal rausnehme. Ah, Marco, danke. Du wirst auf jeden Fall frei bekommen. Morgen bekommst du frei. Es wird die erste Handlung sein, die ich mache. Ups, Entschuldigung. Wir haben auf jeden Fall 11.400 Dollar drin. Ja, kommt ruhig rein. Schuhe? Ah. Guck mal eine an. Vielleicht welche von den reduzierten? Ja, vielleicht zwei Paar? Oh, schade. So eins als Ersatz quasi, ne? Das wäre doch nicht schlecht. Ja, Lager leer, ne? Ja, ich komme. Ich bin mir nicht sicher, was ich suche. Was empfehlen Sie? Wählen Sie einen Artikel. Ich empfehle dir die Schlappen hier. Das würde eine ernsthafte Überzeugung erfordern. Oh, okay.
dann vielleicht, ups, den hier. Okay, dann vielleicht den hier. Das sieht vielversprechend aus. Ah, gezeigten Artikel verkaufen. Zack, Prozente, jawohl. Erzähl mir mehr, Verkauf abschließen. Und, jawohl, ups. 19 Uhr. Also ich würde sagen, so mit knapp 13.000 ist es doch ein ganz vielversprechender Tag gewesen, oder? Da muss ich mal gucken, das Regal ist voll. Und ich habe davon noch 4, 8, 7, 9 auf Lager. Also Schuhe werde ich keine kaufen. So, da noch auffüllen. Da sind unten welche leer. Da habe ich, glaube ich, nichts mehr. Okay, also, der Laden macht gleich zu. Willst du davon noch was? Dann nimm. Yes. Ah, du willst Hemden? Du kannst ruhig, du kannst... Verdammt. Okay. Alles gut. So, wo war das? Eins. Zack. Okay, die sind leer. Hosen habe ich nichts mehr zum Auffüllen. Lagerung leer. Moment. Ausgewählte Artikel alle einpacken. Und alle löschen. Weil ich muss jetzt halt unbedingt mal hier ein bisschen klar Schiff machen. Zack, alles löschen. Die Schuhe lasse ich. Da schaue ich jetzt nochmal, ob ich nachfüllen kann. Und yes, die Schuhe sind alle weg. Das ist genial. Perfekt. So, schauen wir mal. Okay, 4.500. Also wir haben immer noch 9.700. Das ist natürlich schon cool. So, als erstes werde ich jetzt Marco seinen Tag freigeben. Zack. Und ich werde ihr auch einen Tag freigeben. Das heißt also, ich werde mich um den Verkauf kümmern. Nein, ganz einfach. Ich stelle nochmal jemanden ein. Ist doch logisch. Mail habe ich zum Glück keine bekommen. So, gucken wir doch mal. Verkäufer, Verkäuferin, ne, Rotschopf. So, bist du Verkäufer? Oh ja, doch. Das schaut doch ganz gut aus. Kasse? Nein. Nachschub ein bisschen, aber Verkäufer, das wäre jetzt auf jeden Fall ganz gut. So, Lohn vorschlagen. Machen wir 120. Ja, 120, das ist egal. Danke, das halte ich für vernünftig. Cool, Interview beenden. Du bist eingestellt. Zack, du bist auf jeden Fall als Verkäufer eingestellt. Bist du als Verkäufer eingestellt? Nein, nicht für Nachschub. Nicht für Nachschub, für Verkauf. Mein lieber Schieber. So, aber du arbeitest dann nur hier. Und dann würde ich sagen, weil die anderen zwei haben ja einen freien Tag, ne? Schauen wir nochmal. Ich stocke jetzt ja schon voll das Verkaufsteam auf. Schauen wir mal Samira. Verkauf? Na, verdammt. Ich kann den nicht brauchen. Ich brauche jemanden für den Verkauf. Yes, schaut doch schon gut aus. Alles klar, gut. Ja, du solltest jetzt halt nicht unbedingt mehr kriegen als der andere, oder? Nicht das beste Gehalt, um ehrlich zu sein, aber gut. Okay, Interview beenden. Du wirst genommen als Verkäufer. Dann müssen wir gleich nochmal hier an den Plan gehen. Und du wirst auf jeden Fall dann die Frühschicht übernehmen. Ups. Die Frühschicht übernehmen und natürlich nicht an der Kasse, sondern im Verkauf. So, damit sollte ich doch eigentlich die zwei Verkäufer hier aufgefangen haben. Ne, die Stimmung wird wahrscheinlich steigen, hoffe ich.
Dann lasst uns doch mal so eine Sache machen. Ich brauche auf jeden Fall ein Lager. Ich brauche hier auf jeden Fall was. Da komme ich nicht drum rum, weil sonst ist das ja so. Jetzt gucken wir mal, und zwar Auftrag. Heute verkauft der Artikel. Ich werde alle Schuhe rauslöschen. Zack, 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 zack. Gut. So. Nur Artikel auf Lager anzeigen. So, wir sind jetzt bei den Hemden. Die schwarzen habe ich 8 Stück. Dann die roten habe ich 6 plus den 2. Die hier habe ich 6 plus den 2, jawohl. Und die habe ich 4 plus den 4. Alles klar, die da sollen raus. Dann Hosen. Mach mal auf Hose. Habe ich 7 plus 1, 6 plus 2, 8 plus 1. Also nur 7 plus 1. Und hier brauche ich 8. So, ich habe Moneten 5700. Ich kaufe jetzt halt von diesen ganzen Sachen hier so, dass ich immer 8 habe, also insgesamt. Dann würde ich jetzt sagen, ich schaue noch mal nach Computer. Ui. Also da, wenn ich hinkomme, um die Dinger zu verkaufen, wäre das nicht schlecht. Okay, aber das wollen wir nicht. Ich würde sagen, in das mittlere Regal mache ich nochmal Hemden. Und zwar vom La Fashionable. Warte mal, gibt es vielleicht irgendeine Aktion? Ich muss nochmal ganz kurz raus. Der Warenkorb besteht ja. Wir haben nichts. Da ist irgendwas mit Hollywood-Filmaufnahmen. Okay, schließen. Das berühmte Dingsbums, ich weiß nicht, mach mal auf. Zeigt alles Streetlife Fun and Games. Ich würde sagen eher Fun and Games, ja, dass wir da sowas mit reinnehmen. Oh Mann. Das sind doch ganz coole Shirts dabei, oder? Ich würde sagen, weil ich brauche viererlei. Ich würde sagen, ich nehme das schwarze und das türkisfarbene hier. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht zu hoch gehe. 8x8x. So, ich habe ja noch 2 Jacken drin hängen, ne? Die muss ich auf jeden Fall jetzt halt schauen, dass ich losbekomme. Dann würde ich sagen, nehme ich noch das Weiße und das Schwarze. 8 und 8. So, dann hätten wir immer noch 1600. Also machen wir die Bestellung. Zack. Und dann würde ich sagen, wollen wir doch gleich einmal den nächsten Ding noch starten, oder? Den nächsten Tag. Aufregend. Steuern, Zinsen, jawohl. Greift ruhig in meine Tasche, komm, so richtig tief. Ah, wie ich Steuern hasse. Habe ich schon gesagt, dass ich die Musik ausgemacht habe? Ah, okay, warte mal. Ich brauche, ich hoffe, ich schaffe das. Und zwar, nein, hier. Lagerpalette. Und zwar kaufe ich da jetzt halt mal auf die Schnelle 2 Stück. Weil ich einfach... Okay, alles klar. Dann packen wir halt mal aus. Ach stimmt, klar, weil ich ja die ganzen Schuhe auch nicht gekauft habe, ne? Deswegen. So, ich bin gespannt, wie der Tag läuft. Also mein Ziel ist ja schon, dass ich wieder so um die
Lager ist voll, alles klar. Würde ich sagen, füllen wir erstmal die Regale auf, die schon hier bestehen. Aber da muss nichts aufgefüllt werden. Dann würde ich sagen, hier kommen die Gestreiften auf 1 und 2. Ja, zwei Mitarbeiter haben einen Tag frei. Und hier tun wir die hier rein. Wieso ist das? Achso, ja klar, ist das Lager leer. Sie sind noch nicht ausgepackt. So, dann mache ich hier zum einen diese zwei Jacken. Und dann mache ich mal diese Shirts. Die Jacken, die muss ich dann reduzieren. Jawohl. Jetzt muss ich erst einmal hier. Oh, das ist super. Lager ist voll, alles klar. So, und hier muss ich jetzt gehen auf Hose. Und hier kommt dann 1, 2, 3, 4 und rein damit. Das ist gut, dann gehe ich mal ganz kurz aufs Lager und packe hier weiter aus. Spannend irgendwie. Vor allem, ich muss ja das Geld reinholen, was ich ausgegeben habe. Ich kann natürlich auch sagen, dass ich jetzt mal ein bisschen Kredit aufnehme. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Ne? So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier, zack, die Jacke. Die wird reduziert von 340 auf 250 und ebenso diese hier. Zack. Lage ist voll, ja. Das wundert mich nicht. Kann ich da schon was reintun? Nein. Da ist schon aufgefüllt oder was? Die sind schnell. Eins rausgenommen und Alicia, du hängst wieder was rein oder ich? Na gut, dann mache ich das. Was habe ich dich eigentlich? Ah, du füllst da auf, ne? Das ist auch gut. Jawohl. Excuse me. Verkäuferin? Irgendwo? Jerome? Ja, gut. Schauen wir mal, ist hier was weggekommen? Nee, ne? Da war jetzt keine Lücke. Ne, war da eine Lücke? Thank you. Es sind halt genau die Sachen. Yes, das ist gut. Wir füllen hier mal auf. Und zwar können wir jetzt die hier rauslöschen und dafür können wir das hier reinhängen. So, und schon haben wir wieder Lagerplatz. Hey. Komm, nimm die Jacke. Hey. Was können Sie über das Sortiment sagen? Hemden. Sehr interessant. Wie wäre es damit? Hemden. Kundenfreude? Prozente verkaufen, Kundenbedürfnis steigern, Verkauf abschließen, komm. Nein? Ja, schade. Ja, Jerome wäre vielleicht besser gewesen. So, wie schaut es denn hier aus? Habe ich noch Schuhe, die ich hier irgendwie an den Mann bringen kann? Oh ja, die hier. Die hier können wir auf jeden Fall schauen, dass wir die verkaufen. Ihr kümmert euch, ja? Okay. Laden ist wichtig, ey. Da musst du echt schauen. So, die hier gehen auf... Was haben wir denn? 320. Ebenso diese hier. Zack, 320. Füllen wir da mal auf.
Und der Tag geht ja noch ein Stück, ne? Wir haben jetzt 3.500, das ist okay. Ja, logisch. Oder habe ich jemanden? Ah, Jerome, alles klar. So, Alicia ist ja gegangen. Also wenn die da ist, Alicia, ist es schon nicht schlecht, weil... Hast du die Jacke genommen? Yes! Alter, danke dir. Okay, Hand haben wir. Wir haben das da noch nicht. So, zack. Rein damit. Jerome, okay, du kannst dich nicht um zwei kümmern, das ist klar. Ich bin nicht sicher, was ich suche. Was empfehlen Sie? Die Schuhe? Interessant, erzähl mir mehr. So, hier erstmal hier Honig ums Maul schmieren, ne? Prozente, Ende Thema, erzähl mir mehr. Verkauf abschließen. Nein? Oh. Ach doch, nein, doch, nein. Also er hat auf jeden Fall irgendwas gekauft, aber was, weiß ich jetzt leider nicht. Oh, Lagerung leer, aber ich sehe es im Grunde gern, wenn ich dann hier noch so zwei, drei Stück drin hängen habe von dem vollen Lager und dann ist es hier Lagerung leer, das ist doch nicht, das ist cool. Ja, haben wir hier noch welche? Cool. Have a minute, Jerome? Ah, nee. Doch. Warum ist der schon wieder so runter? Fliegst du gleich wieder, das sag ich dir. Energie. Oh, was kann ich denn da machen? Verkaufen? Nehmen Sie eine Pause? Ah. Das kann ich zu ihm hier sagen. Nehmen Sie eine Pause. Weil wenn der schlecht drauf ist, dann kann ich den nicht brauchen, ne? Yes, danke. Er hat die Schuhe genommen. Nimm die richtigen. Yes, 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 yes. Okay. Moment, das sind welche? Sind das die? Das sind die schwarzen, ne? Nimm! Oh, da kann ich auffüllen, cool. Dann füllen wir doch mal auf, was geht. Ja, ich bin nicht sehr gut im Verkaufen, das habe ich schon gemerkt. Und das sagt ein Verkäufer. So, man ist hier wirklich sehr konzentriert, weil man will irgendwie an allen Ecken was machen. Aber schaut mal, 9.300 und wir haben jetzt 16 Uhr. Bis um 20 Uhr hat der Laden offen. Ich probiere mal mein Glück. Ich habe diesen Laden noch nie gesehen. Hemden zum Beispiel. Das könnte ich mir anziehen. Hemden. Chuck. Chuck. Ende Thema. Ah, Schnellverkauf. Cool. Also dann sollte ich öfters mal Schnellverkauf machen oder sowas. Schauen wir mal. Ah, finde schon wieder rote Schuhe. Lala. Lalala. Excuse me. Aber wenigstens sind sie freundlich. Anders als die Kunden bei uns. Zu wem gehst du? Gehst du zu ihm? Dann gehe ich zu ihr. Ich bin nicht sicher, was ich suche. Was empfehlen Sie? Ich empfehle ein paar von diesen roten Tretern. Ja, das ist perfekt. Ja, super. Das freut mich. Erzähl mir mehr. Verkauf abschließen. Was? Warum? Ach Mann, erst sagt sie, das ist perfekt und dann haut sie ab. Meine Güte. Ah, Lager leer, aber der schwarze ist noch da. Also der schwarz-weiß gestreifte. Habe ich noch eins auf Lager. Wie schaut es denn bei den T-Shirts aus?
Jawohl. Es läuft doch, oder? Würde ich sagen. Ich würde jetzt außer diesen komischen Schuhen. Komm, ey, die muss ich nochmal reduzieren, ganz ehrlich. Da machen wir jetzt 250. Vielleicht kriege ich die noch los. Ey, das ist ja fast wie bei uns im Geschäft. Irgendein Ladenhüter, der demnächst aus dem Sortiment verschwindet, der wird reduziert und dann nochmal reduziert und dann nochmal. Ja, da, Schuhe, guck mal. Schön lecker reduziert. Nimm. Jawohl, gut. 11.500 Flocken. Hey, can you help me? Bestimmt. Okay, also die gingen auf jeden Fall welche weg. Wer? Der Kern steht neben dir. Soll ich mal kurz warten? Na gut. So, jetzt habe ich ihn angesprochen anstatt sie. Naja, aber es war ja auch in Ordnung, weil dann hat er eh übernommen. So, also hier haben wir jetzt alles raus. Das ist gut. Da haben wir nichts mehr drin. Raus damit. So, Schuhe mäßig. Die Badelatschen, die sind hier drin. Diese Schuhe sind hier drüben drin. Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch den Streetlife. Rein damit. Lagerung leer. Und dann machen wir hier gleich nochmal, zack, Preisreduzierung auf 140. Zack, weg damit. So, 19.50 Uhr, es ist gleich Feierabend. Wow. Ich bin begeistert, wirklich. Das lief jetzt halt besser, als ich gedacht habe. Ich schaue nochmal, dass ich alles schön auffülle. Soweit, wie es denn geht. So. Damit habe ich ein Schuhregal mit A2 Plätzen frei oder verfügbar. Inventar kaufen. Allerdings würde ich das Ding hier gerne verkaufen. Raus damit. Löschen. Verkaufen. So. Dann würde ich da lieber so ein Ding hier hinstellen. Ich würde das nur gerne in der gleichen Farbe haben wie die anderen Sachen. Ach, das geht eh nicht. Das ist vom Platz her zu wenig. Okay, es sind 4.500 oder sowas. 9.800 haben wir noch. Cool, okay. Wir machen das hier hin. Ich würde nämlich vermuten, dass das ganz okay ist, wenn wir hier nochmal was machen. So, dann hier, was haben wir denn für eine Mail? Ich hoffe, nichts Negatives. So, Elisabeth, Moment, fehlender Kurs, Touristen in der Stadt. Den hier können wir löschen. So, dann fange ich jetzt aber mal von unten an. Also, die Hammer. Löschen. So, Elisabeth Behrendt war zuerst dran. So, ich melde dich an. Einschreiben. Dann hat sie auf jeden Fall einen Kurs. Zwei Mails haben wir noch, aber das ist in Ordnung. Vor 3 Tagen. Moment, jetzt habe ich sie ja eingeschrieben, also kann ich auch die Mail löschen. Zack, weg. Auftrag. Heute verkauft der Artikel. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht die falschen Sachen bestelle. Zum Beispiel diese Jacke nicht. Und diese Jacke nicht. Die Schlappen sind in Ordnung. Die Schuhe weg. Den Schuh weg. Ansonsten ist es gut. Dann gehen wir mal die Lagerartikel durch. So. Rotes Hemd 4,4. Machen wir erst einmal die Hemden. Das Hemd 7,1. 3, 5.
5, 3. 3, 5. Ich möchte einfach nur wissen, dass sicher gehen, dass ich wirklich das noch alles am Laufen habe. Okay. Also das passt. T-Shirts habe ich immer noch auf Lager, das ist okay. Dann gehen wir auf Hosen. Da habe ich, oh, 11. 11 und 5, Alter. Ich habe 11 von diesen Hosen verkauft. 5 habe ich, dann würde ich sagen, was habe ich denn an Geld? 4.800. Dann bestelle ich hier nochmal 3. Ich bleibe bei den 8 Stück. Hier sind 7. 4.400, 4.800 habe ich. Die grauen Hosen habe ich 4, 5, dann mache ich nur 4 draus. Und bei den schwarzen habe ich 3 verkauft, 4, da muss noch eine drauf. So, Schuhe, muss ich halt nochmal durchgehen. 6 Stück, dann bestelle ich natürlich nur 2. 4 Stück, da habe ich 10, da bestelle ich gar keine. Blaue 8 Stück, da bestelle ich gar keine. Und schwarz habe ich 10 Stück, auch keine. So, Badelatschen, 12, keine. 2, da habe ich noch 6, jawohl, das passt. Schwarz, da habe ich 9, weg damit. Die hier habe ich 11, weg damit. Jo. Dann habe ich jetzt halt Kosten von 2.780 und durch den Geldbetrag, der jetzt hinter meinem Rücken steht, habe ich habe noch 4.800, also habe ich noch 2.000. Das würde heißen, ich kann auf jeden Fall dann so im Laufe des Tages ein Regal kaufen, was wiederum heißt, dass ich mal gucke, zeige alle Artikel und zwar Hosen, dass wir da noch welche mit reinnehmen. Bei Hosen sind irgendwie richtig gut gegangen. Aber dann nehmen wir dann Street Life, hätte ich gesagt. Nehmen wir die schwarze und die blaue. Also ich kaufe natürlich erstmal Artikel. 4.220, jawohl, perfekt. Bestellen wir. Wir locken uns aus. Ich weiß, das sind noch 2 Mails. Kurs. Okay, sie ist an der Kasse. Kasse, das heißt, ich muss an die Kasse gehen. Jetzt war aber, Moment, schauen wir mal hin. Irgendwer war Kasse. Okay. Verkauf. Warte mal, dann teile ich euch noch besser auf. Marco, du bist einfach mein Top-Man. Du bleibst hier in den Zeiten. Dann, du bleibst hier in den Zeiten. Da habe ich dann klar doppelt Lohn, aber in dem Moment habe ich natürlich auch ganz gute Verkäufer dann da. So, du bist dann da. Und du bist, ja, eigentlich ist das blöd, ne? Bin dann so und dann lieber schauen, dass am Abend die da sind. Zu zweit, hier in den letzten 2 Stunden, denke ich, da wird es okay sein. Sie ist auf Kurs, sie ist Ding. Dann würde ich jetzt mal ganz kurz kussen, schauen. Mareike und Alicia. Die 2. Ob noch eine von den beiden kassentauglich ist. Reike? Kasse? Nein. Alicia? Kasse? Ja. Okay. Dann lasst uns da nochmal hergehen. Dann wollen wir nämlich Alicia an die Kasse setzen. So, sie hat frei. Sie hat Kasse da. Dann würde ich sagen, Alicia ist dann in der Zeit hier und macht Kasse.
Dann ist es doch richtig gut aufgestellt, würde ich sagen, oder? Boah. Aber da das jetzt halt auch schon wieder Dreiviertelstunde ist, oder über eine Dreiviertelstunde, mache ich heute mit dem Part Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ich möchte jetzt am liebsten weitermachen, aber ich muss einfach auf die Zeit mal gucken. Also wie gesagt, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.